Und da. Ah, oh, ja. Endlich mal was Erfreuliches in der Zeitung. So, was denn? Salamibrötchen. Ja, bitte. Guten Tag, Frau Stiller. Darf ich Ihnen mal meinen kleinen Kobold vorführen? Einen Knopf, wenn Sie aufmachen, und ich rufe die Polizei. Hallo, junge Frau. Können Sie mir sagen, wo mein Auto steht? Ich muss nämlich noch nach Hause fahren. Aber Sie wissen doch, nach Alkoholgenuss, Hände weg vom Steuer. Ich kann kaum noch stehen, da soll ich auch noch freihändig fahren. Entschuldigung, aber sind Sie nicht die Frau, die gestern Abend in der Rio-Bar nur in Slip und BH auf der Theke Samba getanzt hat? Mann, da müssen Sie aber früh gegangen sein. Bitte? Hätten Sie vielleicht für einen armen Menschen etwas... Ja, was? Ja, ob Sie vielleicht ein paar Mark für mich... Wie viel? Ja, ich weiß nicht. Ja, wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen. Wenn man sich das vorstellt, 6 Jahre lang keine Weiber, keine Zigaretten und keinen Tropfen Alkohol. Und dann? Dann bin ich in die Schule gekommen. Guten Abend, Herr Rechtsanwalt. Woher kennst du sie? Noch, ich hatte mal beruflich mit ihr zu tun. Dein Beruf oder ihr Beruf? Ah, Heini. Na, was magst du trinken? Oh, Uschi, mach mir mal 3 Bloody Mary fertig. Heute gib ich's mir, ne? Donnerwetter, du trinkst doch sonst nicht so viel. Was ist denn los? Ach, ist alles so traurig, Uschi, ne? Mein Mariandel ist weg, einfach weg. Und wie ist das passiert? Vor 3 Wochen, ne? Da haben wir gerade Spitzpass aufgespielt. Da ist sie weggegangen, Zigaretten holen, ist bis heute nicht wiedergekommen, ne? Ach, halb so schlimm. Komm hier, nimm eine von meinen. Schwester Gabriela, darf sich eine Ordensfrau eigentlich betrinken? Nein, Herr Prälat. Und warum nicht? Ja, das frage ich mich auch. 20 Jahre lang waren meine Frau und ich die glücklichste Mensch auf der Welt. Und dann? Dann haben wir uns in Offenbach kennengelernt.